Joomla Sicherheitseinstellungen. Wenn du eine Website betreibst, dann möchtest du natürlich, dass diese sicher ist, nicht gehackt werden kann und bestimmten Kriterien und Voraussetzungen entspricht. Damit hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video bekommst du eine Handvoll sehr wichtiger Joomla Sicherheitstipps, die du sehr schnell in die Praxis umsetzen kannst und für dich nutzen kannst. Ich zeige dir, wie du die Joomla Sicherheit erhöhst, ich zeige dir, wo und welche Einstellungen du vornehmen solltest und ich zeige dir, wie du einen sicheren Joomla Admin-Zugang erstellst. Gut, wie erhöhst du die Joomla Sicherheit? Gehen wir das der Reihe einmal durch. Als erstes solltest du deine Website auf HTTPS umstellen, also SSL verschlüsseln. Das ist mittlerweile grundsätzlich schon Standard. Falls das bei dir noch nicht der Fall ist und du eine unverschlüsselte Seite hast, dann solltest du das unbedingt nachholen und umsetzen. Aber ich gehe jetzt einmal davon aus, da dies schon Standard ist, dass du das bereits hast. Vollständigkeitshalber wollte ich das aber erwähnen. Dann das Thema Benutzername und Passwort. Das schieben wir kurz auf die nächste Folie. Regelmäßige Updates von Joomla und Erweiterungen. Wenn du dich im Joomla Backend einloggst, findest du immer mal wieder ein Joomla Update und eine Erweiterung, die du installieren kannst. Und bei solchen Updates werden Sicherheitslücken geschlossen, es werden Fehler bereinigt und teilweise auch neue Funktionen hinzugefügt. Und aus diesem Grund ist es wichtig, dass du diese Updates regelmäßig einspielst, gerade in Bezug auf die Sicherheitslücken, die entdeckt und dadurch geschlossen werden. Noch wichtiger ist es, Joomla Backups durchzuführen. Vor und nach einem Update empfehle ich immer, ein Backup durchzuführen, denn falls irgendetwas schief geht, dann hast du ein funktionierendes Backup. Zum Thema Backups findest du hier übrigens auf meinem YouTube-Kanal oder auch auf meiner Website zusätzliche Hilfevideos, wie das funktioniert, wie du das richtig machst. Und du kannst beispielsweise die Zwei-Faktor-Authentifizierung in Joomla aktivieren. Das zeige ich dir gleich, wie das funktioniert. Genau, jetzt noch kurz zum sicheren Joomla Admin-Zugang. Verwende sichere Zugangsdaten. Das bedeutet, dein Benutzername sollte nicht Admin, auch nicht Administrator lauten, sondern eine Kombination aus Buchstaben und Zahlen sein, was nicht logisch nachzuvollziehen ist. Ein Passwort soll aus mindestens 14 Stellen bestehen, eine Kombination aus Zahlen, Kleinbuchstaben, Großbuchstaben und Sonderzeichen. Aber jetzt wechseln wir, würde ich sagen, direkt zu Joomla und sehen uns das mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung an. Gut, du bist hier in Joomla und dann finden wir, wenn wir hier auf Komponenten klicken, Nachinstallationshinweise. Diese sind in der Regel ausgeblendet. Falls das bei dir auch so ist, blendest du sie hier einfach wieder ein. Und jetzt interessieren uns hier diese oberen einmal überhaupt gar nicht. Aber der Punkt mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung interessiert uns. Und hier steht, Joomla hat ein integriertes Zwei-Faktor-Authentifizierungssystem und so weiter und so fort. Und hier an dieser Stelle kannst du entweder den Hinweis ausblenden oder sagen, okay, du möchtest diese Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren. Und dann siehst du, dann bist du hier in deinem Benutzerprofil, dann kannst du hier auf Zwei-Faktor-Authentifizierung klicken und das Ganze dann entsprechend aktivieren. Hier ist das deaktiviert und du kannst das dann entweder mit dem Google Authenticator oder mit YubiKey einrichten. YubiKey kenne ich selbst nicht, sehe ich jetzt zum ersten Mal, das ist wohl neu, aber der Google Authenticator, das ist relativ bekannt. Und so könntest du das einrichten. Die Schritte sind hier erklärt. Ich denke, das brauche ich dir jetzt nicht vorlesen. Diesen Schritten kannst du dann selbst folgen. Ich möchte jetzt nochmal kurz zusammenfassen. Ich hüpfe nochmal zur Präsentation. Achte auf einen sicheren Benutzernamen, auf ein sicheres Passwort und vor allem mache regelmäßig die Backups und Updates. Dann bist du schon sehr sicher unterwegs. Wenn du es zusätzlich noch haben möchtest, kannst du die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren. Das ist aber, würde ich jetzt sagen, optional. Gut. Jetzt möchte ich dir noch mein E-Book
Joomla das E-Book für Einsteiger empfehlen. Darin zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du eine erfolgreiche Website mit Joomla erstellst. Es ist für Anfänger geeignet, auch für fortgeschrittene Nutzer ein tolles Nachschlagewerk. Absolut leicht verständlich, keine komplizierte Fachlektüre. Dieses E-Book gibt es übrigens seit 2010, seit mehr als 10 Jahren. Und jedes Jahr aktualisiere ich dieses E-Book ein- bis zweimal, je nachdem, wenn es wieder neue Updates und Änderungen gibt. Meine Kunden bekommen Updates übrigens immer kostenfrei. Du findest den Link zu diesem E-Book hier unterhalb des Videos in der Videobeschreibung und würde mich jetzt freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst, abonniere meinen Kanal und stelle die Sicherheitseinstellungen ein, dass du eine sichere Website hast, die vor Hackern und vor äußeren Angriffen geschützt ist.